Ja, Kenny Kronholm, herzlich willkommen zur Nachspielzeit nach dem 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf. 2:1 geführt, am Ende 2:2. Was bleibt als Gefühl? Was bleibt, ist auf jeden Fall die zweite Halbzeit. Ich denke, da haben wir ein komplett anderes Gesicht gezeigt als in der ersten Hälfte. Waren wir nicht so gut im Spiel, haben uns den Schneid abkaufen lassen teilweise. Haben viele Sachen zugelassen, die wir normalerweise nicht zulassen. Ja, aber dann hatten wir eine gute Kabinenansprache vom Coach. Ne? Der hat uns gesagt, dass wir absolut nichts zu verlieren haben. Es geht nicht um den ersten Platz, es geht nicht um die Herbstmeisterschaft, es geht einfach um uns. Wir wollen einfach gut sein und wir wollen das Spiel einfach weiterspielen, das uns jetzt 2017 so stark gemacht hat. Habt ihr vielleicht zu viel darüber nachgedacht, über diese Herbstmeisterschaft? Das war ja das große Thema, Holstein Kiel, bester Aufsteiger aller Zeiten, Herbstmeisterschaft. Hat das bei euch erste Halbzeit gelähmt, oder? Nein, denke ich nicht. Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber grundsätzlich war es kein Thema in der Mannschaft. Aber ich sitze jetzt auch nicht jeden Tag vor der Zweitligatabelle und rechne mir aus, oh, was wäre, wenn wir heute gewinnen und Herbstmeisterschaft, das ist alles egal. Das ist alles egal. Wichtig ist, dass wir gut sind, dass wir die Sachen, die wir die Woche vom Coach mit auf den Weg bekommen, dass wir die umsetzen und dass wir ein gutes letztes Heimspiel abliefern. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit dann auch bewiesen. Es sah in der zweiten Halbzeit ja nach einem Sieg aus und dann gab es diese 83. Minute. Wie hast du dieses Tor von dem Herrn Hennings erlebt? Ja, war nicht erfreulich. Ne? Ich meine, Ruben Hennings macht das gut. Meiner Meinung nach muss er, glaube ich, nochmal rüberlegen, weil ich glaube auch Hörmi steht davor, steht eigentlich gut am Mann, ne? Er dreht sich schnell, schießt durch die Beine und macht das im Endeffekt gut. Ne? Aber ja, ich glaube, dass wir das davor besser verteidigen können, beziehungsweise müssen. Und ja, wer weiß, ob wir dann die 3 Punkte im Holsteinstadion lassen. Aber war es jetzt wichtig, auch dieses letzte Spiel nicht zu verlieren? Ihr habt euch ja nachher von den Fans verabschiedet und letztlich habe ich das Gefühl, dass es ja auch über die Wochen ist es ja zusammengewachsen, die Fans und ihr. Stimmung war ja prächtig und war das jetzt auch für euch schon auch wichtig, dass ihr dieses Spiel dann nicht verliert? Ja, ich glaube schon, dass wir nicht in die Partie gehen oder in die Spiele gehen, dass wir, Hauptsache nicht verlieren, sondern wir wollen schon unsere Spiele gewinnen. Ne? Aber wenn man jetzt die 90 Minuten zusammenrechnet, dann denke ich schon, dass es unentschieden ist, dass es in Ordnung geht. Mit ein bisschen Cleverness gewinnen wir das Spiel. Aber ja, ich will nicht sagen, ich bin zufrieden, aber es ist absolut okay gegen den Tabellenzweiten Fortuna Düsseldorf, das ist jetzt keine Laufkundschaft. 2:2 zu spielen am Ende des Tages. Ne? Aber ich finde es ja fast schon menschlich, dass ihr als Aufsteiger gegen solche Mannschaften dann einfach nicht 4:0 gewinnt, sondern dass man einfach sieht, dass es Fußball, man kann ja nicht einfach durch die Liga marschieren und das kann ja auch keiner von euch erwarten, dass ihr das tut. Wir können es von uns selbst erwarten. Ne? Also wenn wir, wie gesagt, wenn wir einfach gut in der Woche trainieren und den Gegner bearbeiten, schon in der Trainingswoche, sprich Videoanalyse, wir stellen den Trainer nach auf dem Trainingsplatz, den Gegner nach auf dem Trainingsplatz. Und ja, wenn wir die Themen dann 100% mit ins Spiel nehmen, dann ist es einfach schwierig, uns zu schlagen. Spürst du denn jetzt in Kiel eine Aufbruchstimmung? Also die Fans, habe ich das Gefühl, die drehen ja durch. Also zumindest als Verein habe ich das Gefühl, wir werden ja komplett überrannt in Anfragen, Medien und so weiter. Das ist ja ein Riesenrummel geworden. Wie erlebst du das rund um die Mannschaft und auch in der Stadt? Kann Kenny Kronholm noch unerkannt einkaufen gehen? Ja, das kann er. Ne? Es ist zwar schön, wenn man auch ab und zu mal angesprochen wird in der Stadt oder beim Bäcker oder sonst wo. Das gibt ein gutes Gefühl, aber hat man auch heute wieder gesehen, 11.700 waren es, glaube ich, volle Hütte im Holsteinstadion. Alles nur positiv. Kann überhaupt nicht meckern, dass wir, aber vielleicht hätten es noch ein paar mehr sein können, aber wir gehen überhaupt rein. 11.700 oder was, ne? 12.000. Ja, wo sind die 300, ne? Ist doch scheiße, ey. Nicht mal ausverkauft. Spitzenspiel. Es ist offiziell ausverkauft, weil wir müssen Karten für Funktionäre vorhalten. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel, was Markus Anfang von euch will, auch perfekt zu dir passt, weil gefühlt bist du für mich irgendwie auch Mittelfeldspieler mit Handschuhen. Also wenn Mühli mal gerade keine Zeit hat, dann würdest du den Pass auf Duck spielen. Ja, ich spiele gerne mit, ne? Also
Hast schon recht, so wie momentan spielen, Spielaufbau, ich bin viel mit eingebunden, gerade wenn die Gegner vorne zustellen. Ja, ich mache das gerne, ne? Aber ich glaube, dass ich mit Alex dann Riesenprobleme bekomme. Und auch mit den anderen 10, die noch auf dem Platz stehen. Wenn ich den tödlichen Pass dann auf Duxi spiele. Aber ja, alles möglich. Wir haben zumindest mal den Torjubel haben wir schon mal aufgenommen. Also es gibt einen. Das ist, es wir gibt brauchen einen, den vielleicht nur irgendwann. Hast du denn früher, ja. hast du denn als Torjubel angefangen oder hast du früher auch einfach als Fußballer angefangen? Ja, ganz am Anfang, da hat glaube ich jeder mal im Tor gespielt und jeder draußen und weiß ich nicht so recht, ob man das schon erwähnen kann, aber grundsätzlich war ich immer Torwart. Nun ist es ja das letzte Heimspiel des Jahres gewesen. Ich hatte dir einen Weihnachtsmann mitgebracht, habe ich auch, ja, wie man es machen muss, bei Famila käuflich erworben. Kenny, kannst du was mit Weihnachten? Das Ding jetzt her. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf die Schokolade. Kannst du mit Schokolade und Weihnachten was anfangen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt einfach mal so frech. Ne? Weißt du mal, hast du dir verdient? Womit kriegt der Trainer nicht mit? Direkt. Oder Söre. Söre ist ja noch schlimmer. Dass ich nach dem Spiel direkt Schokolade esse. Guck mal hier. Zack. Das war Ruhmherz. Ja, ist doch geil, ne? Gerade die Weihnachtszeit dann bei der Familie zu Hause verbringen und gut essen, mal ein Bierchen trinken, dann mal abschalten vom Fußball. Da freut man sich natürlich drauf. Aber es sind noch 2 Wochen, ne? Es sind noch 2 Spiele. Ja. Und das ist erstmal das Wichtigste. Sehr gut. Also Söre, ich garantiere dir, er kriegt nur einen kleinen Teil des Weihnachtsmanns. Kenny, schönen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja, weiterhin alles Gute. Und, Komm her, lass schon mal drücken hier. Einmal noch auf unser Frühstücksbrett unterschreiben. Ist auch aufs Wappen? Nee. Wo du willst. Kein Stroh wieder.